So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Verräter von Kamigawa. Und zwar hier jetzt für Profis. Ihr seht schon, da steht Deutsch Verräter von Kamigawa. Das dürfte dann auch aus 2004 sein, oder ist das schon 2005? Ich versuche das hier hochzudrücken, ohne dass es... bei Rückfragen Hasbro und Soest anschreiben. Geil. 2005, genau. Und der Kleber ist seltsam. I dislike this Kleber. Seht ihr das? Das gefällt mir nicht. Sowas macht mich stutzig. Aber bei den alten Boostern passiert das manchmal, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Also hier, das muss smooth abgehen und darf sich nicht so komisch abpellen. Das sieht leider getinkert aus. Aber wer würde denn Verräter von Kamigawa Booster tinkern? Egal. Gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben Ronin, Kriegskeule, 3 Mana, Ausrüstung, die Ausrüstung der Kreatur plus 2 plus 1. Und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, könnt ihr die an die nächste Kreatur ausrüsten. Sehr, sehr cool. Für 5 Mana ausrüsten ist leider ziemlich teuer. Sakikos Mal. 2 Mana Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur hat immer, wenn diese Kreatur Kampfschaden zufügt, kriegt ihr ein grünes Mana. Es verursacht keinen Mana-Brand. Ihr könnt mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch wisst, was Mana-Brand ist. Und das wird nicht am Ende des Zuges oder am Ende einer Phase entfernt. Ah ne, wird bis zum Ende des Zuges bleibt es und nicht bis zum Ende der Phase. So ist korrekt. Ogre Einsiedler. 4 Mana, 5-4, wenn der... Immer wenn der Ziel- und Zauberspruch wird, wird er getappt. Warum sind hier Ankams? Kommen die Ankams nicht hier hinten? Heißt das, das hier ist unsere Rare, die ich nicht angucken darf? Und was haben wir jetzt hier? Jo. Ist das normal? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, die Leute es wissen. Schimmernde Glashülle. 4 Mana, 2-3 fliegend. Wenn der zum ersten Mal Ziel wird von der Fähigkeit oder einem Zauberspruch, wird er neutralisiert. Schädelschnapper und Ninjitsu. 2 Mana, 2-1 mit Ninjitsu. Ich liebe Ninjas. Und wenn der Gegner Kampfschaden zufügt, können wir 2 Karten aus seinem Friedhof entfernen. Sehr cool. Aki Blizzardrufer. 2 Mana, 1-1, wenn er ins Spielfeld kommt. Nee, wenn er aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, ob von allen Spielern ein Land. So ist richtig. Entwurzeln. 2 Mana Hexerei, lege ein Land oben auf das Deck des Besitzers. Okay. Weiß nicht, ob ich es gut finde. Goblin-Kohorte. 1 Mana 2-2 kann nicht angreifen, falls du im Zug noch keine Kreatur gespielt hast. Ja, habe ich auch gespielt damals im Goblin-Deck. Yukais Geräusche. 3 Mana eine Kreatur kriegt plus 2 plus 2 bis zum Ende des Zuges mit Arkane-Kopplung. So wie der Gegner. Was? Ein Gegner hält 5 Leben dazu. Ah, ihr könnt das Ding vorzeigen, um 2 plus 2 plus 2 auf einen anderen Arkan Zauber drauf zu splicen. Der Gegner friert, der fällt 5 Leben. Das ist ziemlich bad. Waxman Vaku. Hier mit den wunderschönen Fackeln überall. Kerzen, Entschuldigung, Kerzen. 302-2, wenn wir den Geist in Arkan Zauber spielt, kommt eine Keymarke drauf. Für einen Mana entfernen wir beliebig viele Keymarken und tappen beliebig viele Kreaturen. Nicht der beste. Phantomflügel. 2 Mana eine Kreatur kriegt Verzauberung. Zweimal eine Kreatur kriegt Flugfähigkeit und wir können die opfern, um, die verzauberte Kreatur auf die Hand zurückzubringen. Sehr, sehr cool. Flickende Finger. Ein Mana spontan, aber wir verhindern die nächsten 4 Schadenspunkte, die einem Spieler oder einer Kreatur eurer Wahl zugefügt würde. Sehr stark. Flutbringer, Mondvolkzauberer. Sehr cool. 2 Mana 1-2 fliegend. Und was kannst du? Für 2 Mana kann man Landzug auf die Hand bringen, um den Land zu tappen. Nein. Nein. Ruf nach Blut. 5 Mana, opfere eine Kreatur zu welchen Kosten, um die Karte zu spielen. Eine Kreatur kriegt minus 6 plus 6, wo X die Anzahl der Stärke ist, der Kreatur. Okay. Und, ja, ist aber dafür, dass das so ein seltsames Booster ist, gar keine Bad Rare. Auch wenn sie echt angeschlagen aussieht. Ja, egal. Für 2 blaue und X, neutralisieren wir einen Zauberspruch, der genau X kostet. Und wir können eine blaue Karte mit Mana-Kosten von X abwerfen, statt die Mana-Kosten von dem störenden Stamm zu bezahlen. Das heißt, wir können 2 Karten abwerfen. Wenn wir zum Beispiel diese Karte abwerfen, können wir was für genau 2 Mana kontern. Wenn wir diese Karte mit dazu abwerfen, können wir halt für 0 Mana was für 4 kontern. Das war der erste Versuch, nochmal einen Force of Will zu printen. Und nach Force of Negation ist die Karte, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Aber... damals eine sehr, sehr coole Karte. Dementsprechend, ja, dennoch sehr seltsam das Ganze. Gucken wir uns beim nächsten Booster mal genauer an. Wir sehen uns bis dahin. Black Seed. Ciao, ciao.